Der Lion's Head ist einer der prominentesten Bestandteile der Skyline Kapstadts. Von seinem Gipfel soll man ein herrliches 360-Grad-Panorama über die gesamte Stadt haben. Ein kurzer, aber in Teilen recht steiler Weg führt hinauf. Den nehmen wir im heutigen Video in Angriff. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten anderthalb Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video sind wir nach 6 Wochen und fast 6500 Kilometern auf die letzte Etappe unseres Roadtrips durch Südafrika gestartet. Wir haben in Somerset West unsere Drohne in die Luft geschickt, sind die wohl spektakulärste Küstenstraße gefahren, die wir jemals gesehen haben, sind bei den Pinguinen von Betty's Bay nochmal unter die Tierfilmer gegangen und haben im Anschluss einen Abstecher in die Weinanbaugebiete gemacht. Und jetzt versuchen wir auf den Lion's Head zu kommen. Los geht's! So, ein Highlight haben wir uns noch ganz bis zum Schluss aufgespart, die Besteigung des Lion's Head in Kapstadt. Da wollen wir jetzt hinwandern. Als wir unseren Trip hier begonnen haben in Kapstadt, ja, hat es ein paar Mal nicht geklappt. Zweimal war das Wetter nicht gut, einmal hatten wir uns den Magen verstimmt und ja, dann war irgendwann die Zeit vorbei. Aber jetzt an unserem letzten Tag, vorletzten Tag, wie auch immer, morgen fliegen wir, wollen wir jetzt noch einmal da hoch. Es ist perfektes Wetter dafür, weil wir haben 32 Grad im Schatten. Jo. Yay! Aber ja, wir nehmen das jetzt in Angriff. Die Aussicht soll hervorragend sein. Los geht's! Los geht's! Hast du Bock? Fun? Voll, absolut. Da vorne ist ein Baum. Nicer Ausblick. Ja, ne? Ja. Auf beide Seiten. Ist schon cool. Nach knapp zwei Dritteln der Strecke kommt man an eine Abzweigung, wo man entweder einen etwas kürzeren, dafür steileren Weg oder aber einen etwas längeren, weniger steilen Weg wählen kann.
Wir sind mutig und wählen die Abkürzung über ein paar Leitern und Steigeisen. Würden wir das nochmal machen? Nicht unbedingt. You can do it. Und wenn nicht, drehen wir um. Wow, guck mal, da geht's hoch. Wow. Scary. Yes. Wir haben es geschafft. Ja. Das war eine Challenge. Ja, schon ganz schön viel Kletterei, so das letzte Stück. Mhm. Aber. Ja, wenn es nur halb so warm wäre. Ja, das stimmt. Das hat auf jeden Fall einen starken Einfluss heute. Aber ja, der Ausblick entschädigt für alles. Mit diesen Aufnahmen von Kapstadt beenden wir nun nicht nur dieses Video, sondern auch unsere Videoserie aus Südafrika. Unser Aufenthalt hier war absolut faszinierend. Inzwischen sind wir schon wieder mit unserem Van in Europa unterwegs. Darüber werden wir in den nächsten Wochen nun wieder auf diesem Kanal berichten. Vielleicht werden wir darüber hinaus noch ein Video mit unseren absoluten Highlights aus Südafrika und ein Video über die detaillierten Kosten unseres Trips veröffentlichen. Wäre das etwas, das euch interessiert? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.